Das wollte ich als Kind werden. Ich wollte Direktorin eines großen internationalen Hotels werden, um permanent mit ganz vielen spannenden Menschen umgehen zu können und so eine Art Felix Krull nachleben zu können. Der beste Rat meiner Mutter. Ehrlich gesagt hat meine Mutter mir nicht wirklich einen Rat fürs Leben gegeben, weil wir in so unterschiedlichen Lebensumfeldern, in so unterschiedlichen Zeiten groß geworden sind, dass das irgendwie an vielen Stellen nicht gepasst hat. Ich habe unterschätzte Talente als... Ich würde sagen, als DJ und als Musikmixerin. Meine heimliche Schwäche. Meine heimliche Schwäche ist eine Chili-Schokolade oder eine Karamell-Salz-Schokolade aus einer kleinen Schokolaterie in Düsseldorf-Unterbilk. Mein Vorbild. Susan Sarandon aus Thelma and Louise. Weil manchmal ist das Leben einfach notwendigerweise Rebellion. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Ich komme einfach werbefrei, weil ich finde, dass man sich überraschen lassen sollte. Dann wird es nämlich viel besser. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Sie hat sich immer eingefügt in die Ansprüche und Erwartungen ihrer Umwelt. Turi 2 Edition. Inspiration für Meinungsmacherinnen.